Hallo und willkommen zu dem Tutorial, in dem ihr lernt, wie ihr die NES-Version von Super Mario World spielen könnt. Also natürlich mit einem Emulator, wie ihr es auf einer NES-Konsole rüberporten könnt. Das kann ich euch leider nicht sagen, dazu bin ich leider nicht in der Lage. Obwohl, es wäre eigentlich ziemlich cool. Also, ihr gebt bei Google zuerst, also meinen Emulator zu finden, NES-Emulator ein. Genau, dann müsst ihr das erste nehmen und downloadet am besten FC, was auch immer das hier ist, FCEUX, okay. Ihr könnt aber natürlich auch andere downloaden. Am besten nicht die hier unteren, aber Virtual NES und so könnt ihr natürlich auch nehmen. Aber ich nehme jetzt zum Beispiel mal das hier. Dann downloadet ihr es hier. Es könnte sein, dass die Version sich nach einer Zeit ändert, aber an sich wird das wahrscheinlich immer das gleiche sein. Ich habe es schon gedownloadet, also naja. Dann braucht ihr noch die ROM, also die, um das Spiel zu spielen. Den Link werdet ihr in der Beschreibung finden, aber ich werde sehr wahrscheinlich ein paar Punkte dazwischen machen, die müsst ihr dann natürlich entfernen. Also, ja. Dann klickt ihr auf Standard-Download. Premium-Download braucht ihr nicht, aber naja. Bevor der Standard-Download erscheint, müsst ihr sehr wahrscheinlich noch so circa 50 Minuten warten oder 45, 45 Sekunden natürlich. Und dann könnt ihr jetzt sofort downloaden. Nachdem ihr es gedownloadet habt, habt ihr diese ganzen Sachen hier. Also wenn ihr sie in einen Ordner entpackt habt, dann zieht ihr Super Mario World P1.NES in den FC Emulator rein. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen komisch. Und ihr könnt es mit D und F, ich glaube mit D kann man diese ganzen Sachen hier auswählen. Und mit F kann man sprengen. Also zum Beispiel so. Jetzt muss ich mal gucken. Und das hier ist Super Mario World NES. Natürlich sind die Grafiken nicht so wie bei Super Mario World und die Physik sind auch ein bisschen komisch, aber ich sag's mal so, für Super Mario World Spieler finde ich es eigentlich ziemlich cool. Und die Musik ist auch cool. Wow, okay. Viele Level sind hier enthalten, zwar sind die nicht alle ganz genauso, aber es gibt die Yoshi Coins, es gibt die Power-Ups und so. Und das war ein Finger, ja. Also würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel besucht für andere Tutorials und ja, ich hoffe, ich hab euch irgendwie geholfen. Okay, das war's auch schon und tschüss.